I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you're needing. You can call my name, I'll be around. Dum-dum-da-da. Ich bin jetzt in Dresden gelandet. Ich bin, glaube ich, gefühlt 20 Jahre nicht in Dresden gewesen und bin eingeladen heute bei Ronny Wagner. Er hat ein Führungskräfte-Meeting, Führungskräftekonferenz für seine Firma und hat mich gefragt, ob ich einen Vortrag halten kann. Zum Thema Erfolg bedeutet, ich habe meinen Vortrag vom Erfolgbuch mitgebracht. Da ging es ja eben so um die ganz grundlegenden Erfolgseigenschaften der super Erfolgreichen, von Klitschko über Messner bis zu Bushido und Maschmeyer und wie sie alle heißen. Und alle haben eben bestimmte Erfolgsprinzipien verinnerlicht und jeder von diesen Persönlichkeiten steht für eine dieser Prinzipien ganz besonders. Und da werden wir dann heute drüber sprechen. Ich habe 1,5 Stunden Zeit und werden danach hoffentlich noch eine Frage-Antwort-Runde machen, weil ich immer wieder merke, dass bei den Vorträgen das, was ich erzähle, oft so an den Leuten vorbeigeht, weil die Fragen, die dann in der Q&A kommen, sind oft ganz andere Fragen, was die Leute persönlich beschäftigt. Aber man kann ja auch vorher nie so genau wissen, was für ein Publikum sitzt da vor einem, was für einzelne Themen haben diese Leute, die sie beschäftigen. Und von daher, da freue ich mich sehr drauf. Wetter ist eigentlich auch ganz okay hier. Wir werden es ja auf einem Konferenzboot machen. Das ist ja das Besondere heute. Das habe ich bisher tatsächlich noch nie gemacht. Das sind so schwimmende Häuschen, wenn man so will. Und die sind verglast, soweit ich das im Internet gesehen habe. Und da passen auch gar nicht so viele Leute drauf. Deswegen gut, dass es nur Führungskräfte sind. Keine große Veranstaltung. Und bin mal ganz gespannt, wie viel Platz man da drauf hat. Mit Schimpfwörtern und der Mutter alles Böse wünschen und so weiter und so fort. Das wird ja jetzt nicht klassisch auf FFN oder hier im Radio Antenne oder wie auch immer gespielt. Das wird auch die meisten Musikfans da draußen nicht sonderlich anziehen. Das heißt, du machst doch eigentlich viel weniger Geld mit deiner Kunst als andere, die ständig im Radio gespielt werden, wo jeder dieses Album kauft und so weiter und so fort. Und er sagt dann, nein, absolut nicht. Ich lasse Millionen von Euro jedes Jahr auf dem Tisch liegen, weil ich nicht bereit bin, Kommerzmusik zu machen. Er sagt, klar, wenn ich da die Schimpfwörter rauslasse und ein bisschen Melodie und da la la und dann nehme ich mal nochmal Shakira irgendwie als Gag irgendwie dazu, ja, dann verkaufst du das Lied und dann wird das jeden Tag überall gespielt. Aber seine Lieder sind ja teilweise auf dem Index, die dürfen nicht mal irgendwo gespielt werden. Und er sagt, das ist aber meine Art, mich frei zu entfalten. Und ich bin auch bereit, den Preis für diese Freiheit, für diese Ehrlichkeit, für diese Authentizität zu bezahlen. Und er sagt, keine Sorge, ich verdiene auch noch ein paar Millionen mit Abmahnungen und so weiter. Das ist ja so ein... Dum 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 d
Guck dir das an. Jetzt sind wir hier um 18 Uhr am Airport in Dresden. Hier ist komplett tot. Das ist ja total lustig. Sowas habe ich ja selten gesehen. In der Corona-Zeit habe ich sowas mal gesehen, ne? Aber hier ist komplett alle Schotten dicht. Wir gehen jetzt rüber ins Privatterminal. Aber Wahnsinn. Das ist ja ulkig. Keep you safe and sound.